Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Makramee-Anleitung. Ich bin Flo und zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du so eine einfache Kette mit eingefassten Steinen selber machen kannst. Ich habe das Ganze hier mal in zwei Farben für dich vorbereitet. Im Video knüpfen werden wir hier die linke und wenn du da Lust drauf hast, dann gib dem Video doch gleich mal einen Daumen nach oben. Und jetzt viel Spaß beim Mitmachen! Werfen wir zu Beginn wie immer erstmal einen Blick auf die Materialien, die du brauchen wirst. Das ist zunächst mal natürlich dein Stein. Der, den ich hier habe, der hat also eine annähernd runde Kugelform, auch nicht perfekt, und hat eine Länge von 1,7 und eine Breite von 1,5 cm. Da ist es aber eben auch okay, wenn der nicht so regelmäßig kugelförmig ist. Besser ist es natürlich, aber du kannst hier eben auch unregelmäßige Steine benutzen. Dann als zweites hier eine große Messingperle, wo wichtig ist, dass die Bohrung so groß ist, dass dort nachher alle Fäden durchpassen. Die Perle, die ich hier habe, hat 2 mm als Bohrungsdurchmesser. Und dann siehst du hier ganz unten noch zwei Messingperlen mit Durchmesser 3,8 mm, die eine Bohrung haben, sodass dort zwei Fäden durchpassen. Auf der rechten Seite liegen dann jetzt hier noch zwei Fäden der Länge 150 cm und zwei weitere Fäden der Länge 50 cm. Die beide nur eine Dicke von 0,75 mm haben, weil ich hier einen relativ kleinen Stein einfasse. Natürlich ist das Ganze auch möglich mit 1 mm Dicke. Die Materialien, die ich hier verwende, insbesondere die Farbnummern für das Garn, habe ich dir wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Du fängst nun erstmal damit an, dass du die beiden Fäden der Länge 50 cm genau mittig in so einer Schlaufe greifst und dann die Enden oben einspannst im Klemmbrett. Dann nimmst du die beiden langen Fäden dazu, natürlich ebenfalls so in der Mitte greifen und gehst hier unter der eingefassten Schlaufe drunter durch mit den beiden Enden, holst es dann nach oben und ziehst die Fäden einmal nach oben wieder heraus. Dann das Ganze festziehen. Und dann sollte das auf der Unterseite nachher so aussehen. Klemm dir dann erstmal alles bis auf einen der Doppelstränge oben fest. Ich habe jetzt hier erstmal einen dieser kurzen genommen und dann machen wir hier einen einfachen Überhandknoten. Und dabei ist wichtig, dass dieser nicht zu weit weg ist, also hier so ungefähr 0,5 bis maximal 1 cm, je nachdem wie groß dein Stein ist. Dann den anderen gleich daneben in der gleichen Länge. Du kannst das Ganze auch noch mal ein bisschen nachregulieren, dass du dann hier dran schiebst und vielleicht so ein bisschen an den beiden Fäden ziehst, so dass das schön festsitzt. Wie gesagt, wichtig, dass sie alle den gleichen Abstand haben. Sei dabei ruhig penibel, dann sieht das nachher deutlich besser aus. Auf der anderen Seite geht es natürlich genauso weiter. Pass auf, dass du hier nicht durcheinander kommst mit den Fäden. Also jetzt habe ich hier den langen Faden und mache das gleiche wie hier, wieder einen Überhandknoten. Und natürlich mit dem letzten Doppelstrang das gleiche. Wenn alles gut gelaufen ist, hast du dann jetzt hier so ein schönes regelmäßiges Kreuz. Jetzt gehen wir mal wieder damit weiter, dass du die beiden Doppelstränge nimmst, die kürzer sind. Spann dir also die langen oben fest. Und jetzt nimmst du hier jeweils einen von den kurzen zur Seite. Und im gleichen Abstand, wie du das hier gemacht hast, kommt jetzt hier ein weiterer Überhandknoten mit den beiden kurzen dazu. Entsteht dann hier so eine Rautenform. Pass wie gesagt immer auf, dass deine Knoten 0,5 bis maximal 1 cm auseinander sind. Dann drehst du das Ganze
nimmst dir also die drei Fäden hier zur Seite, den einen hier noch aufheben. Und dann haben wir jetzt hier natürlich diese langen, von denen du dir einen schnappst und mit dem kurzen zusammenführst. Also diese beiden werden jetzt wieder verknotet. So machst du das Ganze jetzt immer weiter. Also als nächstes, so wie wir das hier schon gemacht haben, diese beiden zusammenführen. Wie gesagt, wenn der Knoten zu weit oben landen sollte, einfach nochmal an beiden Fäden ziehen, dann zieht sich das schön zusammen. Und ganz am Schluss hast du jetzt hier noch den einen kurzen und den anderen langen übrig. Spannst dir eben alle anderen oben fest. Und dann hier zum Schluss auch diese beiden nochmal verbinden. Nochmal kurz zur Orientierung. Hier ganz in der Mitte ist das Kreuz, wo wir angefangen haben. Und jetzt hast du eben eine zweite Reihe ringsherum gemacht. Und nachher wird der Stein natürlich hier in dieses Netz hineingelegt. Und ja, die Fäden legen sich dann eben drumherum. Und dann machst du natürlich das gleiche wie eben schon. Also hier immer zwei zur Seite legen. Und mit den zwei, die dann hier in der Mitte sind, einen weiteren Knoten machen. Wieder drehen. Das Ganze wiederholen. Und das Ganze natürlich reihum vervollständigen. Das Ganze sollte dann am Ende also so aussehen, dass du hier so eine Netzstruktur geschaffen hast, wobei von oben dann der Stein reingegeben wird. Und ja, unten das Kreuz ist, mit dem wir angefangen haben. Nimm dir dann deinen Stein, such dir aus, welche Seite vorne liegen soll und führ das Ganze in das Netz. Dann alle Bänder oben zusammenfassen und nochmal dran ziehen. Und wenn du zufrieden bist, kannst du dir das Ganze einklemmen. Und dann kommen auf all diese Fäden gemeinsam deine große Messingperle. Fang dabei am besten mit den kleinen an. Und es ist hier natürlich einfacher, wenn du nach und nach die Fäden einzeln durchfädelst und nicht versuchst, alles gemeinsam zu machen. Wenn dann alle Fäden durch sind, nochmal an jedem einzeln ziehen, dass sie wirklich auch den gleichen Abstand dann haben hier zu dem Stein. Und dann die Fäden gemeinsam festhalten und die Perle zum Stein hinschieben. Dann brauchst du zwei kurze auf jeder Seite und zwei lange. Und wenn du das hast, einmal noch hier richtig kräftig an beiden Seiten ziehen, dass das wirklich fest sitzt nachher mit dem Stein. Dann kannst du auf einer beliebigen Seite
weitermachen, nimmst dir die beiden kurzen Fäden in die Mitte und mit den beiden langen machst du jetzt einen Spiralknoten um diese beiden kurzen drumherum. Weil dazu jetzt eine detaillierte Anleitung allerdings das Video sprengen würde, habe ich dazu noch ein Basic Tutorial, wo du nochmal lernst, wie der Spiralknoten funktioniert. Das findest du, wenn du oben rechts dem Link folgst. Wenn dir dieser gewundene Spiralteil dann lang genug ist, hörst du auf. Bei der Kette hier zum Beispiel habe ich ein bisschen eher aufgehört. Das ist wirklich Geschmackssache. Du solltest aber aufpassen, dass der lange umknotende Faden mindestens noch eine Länge von 40 bis 50 cm am Ende übrig hat. Zieh dann hier noch einmal vorsichtig an diesem inneren Band und zieh das Ganze schön fest. Schneide dir dann hier die beiden kurzen Fäden in der Mitte ab. Das Ganze wird jetzt vorsichtig mit dem Feuerzeug angegurkelt, die beiden langen dabei wegführen, dass sie nicht auch mit anbrennen. Und dann mit den beiden langen verbleibenden Bändern verdrillen. Auch dazu habe ich nochmal ein Basic Tutorial, das findest du auch wieder, wenn du oben rechts dem Link folgst. Und auch das werde ich jetzt hier, um den Rahmen des Videos zu sprengen, nicht nochmal im Detail erklären. Pass auf jeden Fall auf, dass der verdrillte Teil nicht zu lang wird und dass du am Ende noch ein bisschen Spielraum hast. Und wenn dir das Ganze dann lang genug ist, dann kannst du die Enden noch einmal in einem Überhandknoten zusammenfassen, damit sie nicht mehr aufgehen. Und dann nimmst du dir eine der kugelförmigen Perlen und fädelst diese auf die beiden Enden. Dann zu guter Letzt diese beiden auch noch einmal miteinander verknoten, damit die Perle auch nach oben nicht rausrutscht. Dann die Fäden knapp abschneiden und das Ganze mit dem Feuerzeug festmachen. Auf der linken Seite machst du das Ganze natürlich genauso. Wenn du dann auch mit der zweiten Seite fertig bist, kannst du die beiden Bänder noch in einem Verschlussknoten zusammenfassen. Wie das geht, zeige ich dir hier auch nicht nochmal im Detail. Da kannst du wieder oben rechts dem Link folgen und dir das Video anschauen, was ich dazu gemacht habe. Damit ist die Kette nun fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ansonsten findest du hier auf der linken Seite weitere Tutorials von mir und kannst hier auf der rechten Seite meinen Kanal abonnieren, um jedes Mal informiert zu werden, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Teil das Ganze auch mit deinen Freunden, auch das hilft mir weiter. Und nun wünsche ich dir noch eine tolle Zeit, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video.